Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Der Justizminister Buschmann spricht. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Vor 100 Jahren, am 24. Juni 1922, wurde Walter Rathenau ermordet. Weil der liberale Außenminister ein bedeutender Repräsentant der ersten deutschen Demokratie war und weil er Jude war und weil er für Deutschlands Zukunft auf Ausgleich und Verständigung setzte. Der Mord an Rathenau war Höhepunkt einer Serie von Attentaten, die die junge Weimarer Republik erschütterten. Sie entsprangen einem politischen Klima von Hass, Hetze und Gewalt. Es war keine Tat irregeleiteter Einzelner. Der Mord war Teil eines rechtsterroristischen Umsturzplanes, der die Republik zu Fall bringen sollte. Das Netzwerk reichte in rechtsnationale politische Kreise und in staatliche Institutionen hinein. Der Plan scheiterte. Stattdessen kam es zu nie dagewesenen Massenkundgebungen für die Demokratie. Allein in Berlin gingen 1 Million Menschen auf die Straßen. Am Tag nach dem Mord erließ die Regierung 2 Verordnungen zum Schutz der Republik. Es schien, als hätte die ganze Republik begriffen, dass sie sich entschlossen gegen ihre inneren Feinde zur Wehr setzen muss. Wir wissen, am Ende reichte das nicht. Heute richtet sich unser Blick auf den Krieg, den ein aggressiver Autokrat zurück nach Europa gebracht hat. Auf den Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer um ihre Freiheit, um ihr Recht, selbst zu bestimmen, wie sie leben wollen. Dieser Krieg ist auch ein Angriff auf die freiheitliche Demokratie. Aber Demokratien sind und bleiben vor allem von innen her verletzlich. Auch unsere Demokratie, die sich seit mehr als 7 Jahrzehnten bewährt. Polarisierung, Unversöhnlichkeit und eine Enthemmung in Worten und Taten setzen ihr zu. Noch nie gab es so viele politisch motivierte Straftaten, auch antisemitische Straftaten. Das ist besonders beschämend. Unsere freiheitliche Gesellschaft wird bedroht von Verschwörungstheorien und gezielter Desinformation, von Hetze und Hass. Hass, der zu den Morden des NSU, den Anschlägen von Halle, den Toten von Hanau geführt hat. Hass, der Walter Lübcke im Juni vor 3 Jahren das Leben gekostet hat. Dem müssen wir uns entschieden entgegentreten. Mit allen Mitteln. Und ich betone das auch mit Blick auf unsere Arbeit. Wir, die Abgeordneten, und zwar alle Abgeordneten, sind für die politische Kultur in diesem Land maßgeblich verantwortlich. Unsere Demokratie muss sich mutig und entschlossen gegen ihre Feinde zur Wehr setzen, nach innen und nach außen. Das ist die Lehre, die unser Grundgesetz aus der gescheiterten Weimarer Republik zieht. Aber die Geschichte lehrt noch etwas. Die Demokratie braucht vor allem Demokratinnen und Demokraten. Es kommt auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die freie, demokratische Gesellschaft an. Heute nicht weniger als vor 100 Jahren. Nun kommen wir zur aktuellen Tagesordnung. Interfraktionell wurde vereinbart, dass der Tagesordnungspunkt 30 und der Zusatzpunkt 15 unter Beibehaltung des jeweiligen Debattenzeit die Plätze tauschen. Ich gehe davon aus, Sie sind damit einverstanden. Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Der Abgeordnete Dirk Brandes hat fristgerecht Einspruch gegen den in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf eingelegt. Dem Einspruch wurde nicht abgeholfen. Der Einspruch wird als Unterrichtung verteilt.
Gemäß § 39 der Geschäftsordnung ist der Einspruch auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Die Entscheidung über den Einspruch wird als Zusatzpunkt 16 nach Tagesordnungspunkt 7, das ist gegen 10.20 Uhr, aufgerufen. Jetzt rufe ich die Tagesordnungspunkte 7a und 7b auf. Die abschließende Beratung von Vorlagen betreffend die Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache, und das Wort hat für die Bundesregierung der Bundesminister Dr. Marco Buschmann. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir beraten heute abschließend über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Strafgesetzbuches, Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, zur Änderung des Heilmittelwerbegesetzes und zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch. Das klingt maximal technisch. Das klingt maximal abstrakt. In Wahrheit geht es hier aber um etwas sehr Bedeutendes, etwas sehr Konkretes und etwas sehr Dringliches, meine Damen und Herren. Wir leben heute in der digitalen Moderne. Und das bedeutet, wenn eine junge Frau sich mit der schwierigen Frage eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs beschäftigt, dann wird sie in aller Regel sich Informationen im Internet beschaffen. Das ist das niedrigschwelligste Angebot. Das ist niedrigschwelliger, als sich vielleicht einem anderen Menschen, vielleicht einem völlig Fremden zu offenbaren. Und im Internet kann jedermann, selbst jeder Troll und jeder Verschwörungstheoretiker, alles Mögliche über Schwangerschaftsabbrüche verbreiten. Aber dass wir hochqualifizierten Ärztinnen und Ärzten, die solche Eingriffe vornehmen, bei Kriminalstrafe verbieten, dort sachliche Informationen bereitzustellen, das ist absurd, das ist aus der Zeit gefallen, das ist ungerecht, und deshalb beenden wir diesen Zustand. Viele haben durchaus vorwurfsvoll mir die Frage gestellt, warum ich entschieden habe, dieses Gesetzgebungsverfahren zu einem der ersten Gesetzgebungsverfahren dieser Bundesregierung und auch zum ersten Gesetzgebungsverfahren meines Hauses zu machen. Und die Antwort auf diese Frage, sie ist ganz einfach. Es ist höchste Zeit, meine Damen und Herren. Es ist höchste Zeit, weil jede Verurteilung von Ärztinnen und Ärzten, jede weitere Verurteilung, ist eine Verurteilung zu viel. Und die Mehrheit zur Änderung des Rechts, sie war schon längst da. Die Arbeit hätte schon längst im letzten Deutschen Bundestag erledigt werden sollen. Das ging damals nicht, aus koalitionspolitischen Gründen. Aber jetzt, wo die Mehrheit der Fortschrittskoalition da ist, ist es auch unsere Aufgabe, sie zu nutzen, um das Recht auf die Höhe der Zeit zu bringen. Ich möchte zwei Sorgen nehmen, die in diesem Zusammenhang immer wieder artikuliert werden. Es wird immer wieder die Sorge geäußert, dass damit der Schutz des ungeborenen Lebens, das Schutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts, berührt werde. Aber das Schutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts schlägt sich im Paragraph 218 nieder. Der ist 1995 entstanden, nach einem Gruppenantragsverfahren hier im Deutschen Bundestag. Paragraph 219a geht auf quälende Debatten im Kaiserreich, in der Weimarer Republik zurück und wurde 1933 durch die erste nationalsozialistische Strafrechtsreform letztendlich eingeführt. Und schon diese Unterschiede zeigen, dass man den Schutz des ungeborenen Lebens im Paragraph 218 und das Informationsverbot für Ärztinnen und Ärzte streng auseinanderhalten muss, meine Damen und Herren. Es wird auch keine kommerzialisierende und banalisierende Werbung geben.
Dem steht das Berufsrecht der Ärztinnen und Ärzte entgegen, und wir haben den Schwangerschaftsabbruch auch ins Heilmittelwerbegesetz aufgenommen und dafür Sorge getragen, dass das nicht passieren kann. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bedanken bei den Beamtinnen und Beamten meines Hauses, bei den Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung, die geholfen haben, dass wir schnell zu einem guten Gesetzentwurf der Bundesregierung kommen, und bei den Berichterstatterinnen und Berichterstattern dieses Hauses für die guten Beratungen. Ich werbe für diesen Entwurf. Es ist Zeit für mehr Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte, und es ist Zeit für mehr Informationsfreiheit für Frauen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bundesminister, im Koalitionsvertrag haben Sie sich vorgenommen, wissenschaftliche Evidenz und Evaluierung von Gesetzen zum Maßstab zu machen für Ihre Kriminalpolitik. Mit dem Gesetzentwurf zur Streichung von § 219a StGB werden Sie dem selbstgesetzten Anspruch nicht gerecht. Es gibt keine Evaluation. Es gibt noch nicht mal ein Abwarten auf die ELSA-Studie, die zeitgleich vom Bundesministerium der Gesundheit erstellt wird und die doch genau in den Blick nehmen will, ob es ausreichende Beratung gibt, wo es Defizite gibt. Dem greifen Sie alle vor, das ist nicht an Evidenz orientiert. Eine objektive Eile sehe ich auch nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass es Ihnen darum geht, hier ein Erfolgserlebnis zusammen zu produzieren, weil Sie eben an anderen Stellen auch mit vielen Problemen zu tun haben, die auch sicherlich verständlich sind. Es geht hier mehr um Ihre internen Koalitionsgruppendynamik. Dabei ist klar, eine ungewollte Schwangerschaft führt dazu, dass eine Frau massiv betroffen ist in ihren Grundrechten, in ihrer Selbstbestimmung. Wir haben auf der anderen Seite den Grundrechtskonflikt mit dem Menschenrecht, mit dem Lebensrecht des Kindes. Und das kann nicht in einem klassischen Kompromiss aufgelöst werden. Es geht immer um alles oder nichts. Jeder kann die Situation der Frau nachempfinden. Denn jeder hat wahrscheinlich auch in seinem persönlichen Umfeld einmal eine solche Situation erlebt. Aber wir denken eben auch an das Lebensrecht des Kindes. Und das ist der maßgebliche Unterschied, den ich sehe zwischen uns. Es ist der maßgebliche Grund, weshalb wir an der geltenden Regelung festhalten wollen. Aus den Reihen der Koalition haben wir viele Beiträge gehört, sowohl hier im Plenum, auch in den Social Media, in denen das Kind keine Rolle spielt. Und ich muss sagen, an der Stelle kommen wir nicht zusammen. Wir erleben gerade mit Blick auf die USA, auf Polen, wie dieser Konflikt eskalieren kann. Und wir haben ihn ja vor vielen Jahren auch bei uns gehabt. Wir haben jetzt in Deutschland aber eine gute geltende Regelung, den dritten Weg, der auf Rita Süssmuth zurückgeht und vom Bundesverfassungsgericht dann auch weiterentwickelt worden ist, der eben sagt, dass im Verfahren dafür gesorgt werden muss, dass die Rechte des Kindes auch gegenüber der Frau eingebracht werden. Das ist das wirksame Schutzkonzept, das das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle verlangt. Im Mittelpunkt steht die Beratung, und ergänzend dazu kommt das Werbeverbot. Denn es geht auch darum, auch das sagt das Bundesverfassungsgericht ganz, ganz ausdrücklich, dafür zu sorgen, dass das Bewusstsein, dass das Gespür für das Lebensrecht des Kindes auch im allgemeinen Bewusstsein der Gesellschaft erhalten bleiben muss. Und dafür ist das Werbeverbot
ein wesentlicher Faktor. Denn es geht keineswegs nur um die Frage sachlicher Information auf den Homepages der Ärzte. Darum geht es nicht. Das sind immer die Beispiele, die gebracht werden. Aber es geht viel weiter. Mit der kompletten Streichung von § 219a ermöglichen wir auch Werbung, aktive, proaktive Werbung im Internet oder auch möglicherweise in Zeitschriften. Und das suggeriert dann eben, dass es um eine ganz normale ärztliche Behandlung geht, bei der es nur um das Wohl und Wehe der Patientin, des Patienten geht. Und das, lieber Herr Bundesminister Buschmann, das ist genau der Unterschied. Diese zusätzliche Aussage, die in der Werbung, die in der Kombination von Angebot und Information liegt, genau das ist das, was sich dann hinterher auch auf das allgemeine Bewusstsein auswirkt. Das Narrativ, dass es hier ein Defizit an Informationen gäbe, ist falsch. Es ist Unsinn, denn die Realität ist doch, dass jede Frau jede Information im Netz oder an anderer Stelle frei zugänglich finden kann. Und das ist auch in Ordnung so. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Geben Sie doch mal den Suchbegriff Abtreibung, ungewollt schwanger bei Google ein. Sie kriegen alle Informationen über Methoden, über Entwicklung des Kindes und alles, was dazugehört. Wenn es hier ein Defizit gäbe, dann hätte es der Bundesgesundheitsminister leicht in der Hand, zum Beispiel das Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung noch besser zu machen. Deren Homepage ist immer in den ersten Treffern. Immer in den ersten Treffern, wenn Sie eine Google-Suche machen, ist auch völlig in Ordnung so. Das heißt, dass jede Information ganz leicht zugänglich ist. Es ist offenbar falsch, dass relevante Informationen vorenthalten würden. Wir haben an einem anderen Punkt keinen Dissens. Ärzte und Ärztinnen müssen im Rahmen der Beratungslösung oder bei einer Indikation ohne strafrechtliches Risiko Schwangerschaftsabbrüche durchführen können. Es gehört zum Konzept der offenen Beratung, dass dann, wenn sich die Frau für den Abbruch entscheidet, diese auch durchgeführt und medizinisch korrekt umgesetzt wird. Das setzt voraus, dass es auch Ärzte gibt, die das machen, und deshalb ist das völlig in Ordnung. Aber es ist auch zumutbar, bei einem Konflikt, bei dem wirklich Grundrechte auf beiden Seiten auszugleichen sind, dass Arztpraxen in diesem Fall auf Werbung verzichten und nur über andere Ärzte, über die Beratungsstellen hier gehen, statt über offene Werbung. Das ist ein sehr, sehr kleiner Eingriff in deren Berufsfreiheit und mit Sicherheit verfassungsgemäß. Wir lehnen es außerdem ab, dass Sie mit dem Gesetz rechtskräftige Urteile seit Oktober 1990 pauschal kassieren. Anscheinend wurde nichtmals überprüft, jedenfalls steht nichts dazu in der Gesetzesbegründung, welche Fälle das waren und ob sie denn nach den neuen Regeln dann überhaupt straffrei wären. Es kommt auch durchaus immer mal vor bei gesellschaftlichen oder politischen Veränderungen, dass Dinge, die früher strafrechtlich sanktioniert wurden, heute nicht mehr für strafrechtlich relevant gehalten werden. Und trotzdem dürfen dann nicht rechtskräftige Urteile einfach aufgehoben werden. Da gibt es eine sehr, sehr hohe Hürde, nämlich nationalsozialistisches Unrecht, SED-Unrecht oder eben in letzter Zeit die Aufhebung der Verurteilung von Verurteilten nach § 175. Das waren Ausnahmen, die das gerechtfertigt haben, aber damit kann nun § 219a sicherlich nicht verglichen werden. Diese Norm wurde unter verschiedenen Regierungen, einschließlich sozialliberaler Koalition, einschließlich Rot-Grün, nicht angetastet. Sie wurde durchgehend immer beibehalten, sodass wir hier sicherlich nicht sagen können, dass ein solches Unrecht vergleichbar ist zu den Urteilen, die kassiert werden können. Wir wissen, dass Frauen sich die Entscheidung nicht leicht machen.
Wir sollten Sie in dieser Entscheidung unterstützen. Wir sollten ihr helfen, am besten so, dass wir Sie ermutigen, sich für das Kind zu entscheiden, und ansonsten in jedem Fall helfen und unterstützen, Verständnis zeigen. Für uns heute hier heißt das, dass wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Dankeschön. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dirk Wiese. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Gäste! Die Abschaffung des 219a Strafgesetzbuchs durch die Ampelkoalition ist ein wichtiger Schritt zu mehr Rechtssicherheit bei Ärztinnen und Ärzten und zu einem verbesserten Zugang von Frauen zu Beratung und Betreuung, ja zu dem Zugang von Informationen. Wir setzen heute eine wichtige Vereinbarung unseres Koalitionsvertrages um und folgen damit auch der Forderung einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung. Und ich sage das ganz offen hier, das ist gut so, gut, dass wir das heute als Ampelkoalition voranbringen. Die letzten Jahrzehnte, da müssen wir ehrlich sein, sind von einer deutlichen und nüchternen Wahrheit geprägt. Verbote führen bei einer so wichtigen und persönlichen Entscheidung nicht weiter. Verbote führen nur dazu, dass es betroffenen Frauen nur schwerer gemacht wird, selbstbestimmt für sich und ihre Familie zu entscheiden. Und damit muss heute Schluss sein. Kolleginnen und Kollegen, unser heutiger Beschluss ist das Ergebnis von Diskussionen, Engagement und ja, auch Streit. Dabei ist die Diskussion genauso alt wie der Abschnitt im Strafgesetzbuch selbst. Seit der Einführung der entsprechenden Paragraphen in das Strafgesetzbuch, Bundesjustizminister Buschmann hatte darauf hingewiesen, des Deutschen Reiches, wird über Sinn und Unsinn gestritten. Und es war vor über 100 Jahren schon SPD-Politikerinnen und Politiker um den späteren Justizminister Gustav Radbruch, die für Selbstbestimmung und für einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem sensiblen Bereich sich eingesetzt haben. Sie wussten schon damals, dass restriktive Gesetzgebung eben nicht zu mehr Schutz des ungeborenen Lebens führt, sondern zur Pönalisierung armer und mittelloser Frauen, die sich keine verschwiegenen Privatärzte schon damals in teuren Sanatorien leisten konnten. Und wenn ich mir die Aussagen einiger Kollegen, Kolleginnen heute auch vergegenwärtige, dann muss ich das so deutlich sagen, ich habe manchmal den Eindruck, der ein oder andere ist gesellschaftspolitisch vor 100 Jahren stehen geblieben. Und ich kann nur sagen, schlagen Sie auch in der Opposition endlich ein neues Kapitel auf. Diese Diskussion kann man nur mit den betroffenen Frauen gemeinsam führen und nicht gegen sie. Und es war übrigens schon die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt, die Beratungen über die Neufassung dieses Abschnitts eingeleitet hatte und gemeinsam schon damals mit den Frauenrechtsbewegungen nach Wegen und Lösungen gesucht hat. Es war dann auch die Wiedervereinigung, die zu einer großen Herausforderung auf diesem Gebiet geführt hat. Ich erinnere nur daran, dass es galt, die in Ostdeutschland geltende Fristenregelung mit der im Westen praktizierten Indikationsregelung zu vereinfachen. Das war nicht einfach. Aber ich bin dankbar, dass diese Debatte damals wie heute, ja, leidenschaftlich, kontrovers, aber meistens auch immer mit Respekt geführt worden ist. Und mir persönlich zollt es Respekt ab, wie würdevoll viele Frauen diese Diskussion führen konnten, während andere meinten, Entscheidungen über ihre Selbstbestimmung hinweg zu treffen. Und diesen Respekt empfinde ich auch für Ärztinnen und Ärzte, die sich in den vergangenen Jahren für einen ungehinderten Zugang von Frauen zu Informationen zum Schwangerschaftsabbruch eingesetzt haben. Mit ihnen teilen wir die Überzeugung, dass betroffene Frauen und ihre Familien das Recht auf professionelle Beratung und Unterstützung durch behandelnde Ärztinnen und Ärzte haben. Und der heutige Tag ist auch Ihr Verdienst, und ich bin dankbar, dass Sie uns heute bei dieser Debatte beiwohnen.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Schluss auch Elfriede Hoffmann, Inge Wettig, Daniel Mayer, Elke Ferner und auch Eva Högel stellvertretend für viele weitere Genossinnen danken, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten unermüdlich für die Selbstbestimmung der Frauen in diesem Land eingesetzt haben. Auch ihr Einsatz trägt heute zur Streichung des 219 StGB bei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Thomas Seitz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In der ersten Lesung hatten wir schnell Gewissheit, dass das Werbeverbot für Abtreibung nur aufgehoben werden soll, um das Verbot der Abtreibung selbst infrage stellen zu können. Nach feministischen Phrasen wie »Man gebe Frauen die Hoheit über ihren Körper zurück« hat es Familienministerin Paus unverblümt ausgesprochen, Zitat, »Deshalb wollen wir auch einen Schwangerschaftsabbruch, auch einen zweiten Schritt gehen und eine Regelung für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des StGB treffen«, Zitat Ende. Im Klartext, grundsätzliche Straflosigkeit für alle Abtreibungen. Ohne Not zerstört die Koalition einen für viele Menschen ohnehin nur schwer erträglichen Kompromiss. Denn angesichts von rund 100.000 offiziell gemeldeten Schwangerschaftsabbrüchen pro Jahr stellt sich doch allenfalls die Frage, wie das Lebensschutzkonzept verbessert werden kann, nicht wie man es zerschlägt. Wenn klar ist, dass § 219a nur ein Vorwand ist, dann versteht man plötzlich den Sinn dieser Debatte, bei der es gerade nicht um Aspekte wie Rechtssicherheit, Informations- oder Beratungsdefizite oder eine eingeschränkte Versorgung geht. Das ist nur ihr Vorwand. Bei der Anhörung im Ausschuss hat mich die Sachverständige, Frau Professorin Angela Köninger, beeindruckt. Einerseits Lehrstuhlinhaberin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, andererseits Direktorin eines Pränatalzentrums mit über 3.500 Geburten pro Jahr. Sie hat überzeugend dargelegt, dass es eben gerade kein Informationsdefizit gibt, vielmehr ein Wegfall von § 219a ein Dammbruch wäre. Und sie hat auch erklärt, warum viele Ärzte keine Abtreibungen durchführen. Nicht aus Angst vor dem Strafrecht, sondern weil es ihnen schwerfällt, gesunde und lebensfähige Kinder im Mutterleib zu töten, wenn sie in anderen Fällen darum kämpfen, schon Kinder zu retten, die gerade 300 Gramm wiegen. In rechtlicher Hinsicht gibt es zunächst keinen verfassungsrechtlichen Handlungsbedarf. Möglich wäre es, den Anwendungsbereich einzuschränken, nicht aber die Vorschrift völlig aufzuheben, weil der Gesetzentwurf zu einem unauflösbaren Wertungswiderspruch führt. Und es gibt eben auch einen Zusammenhang zwischen Werbeverbot und Beratungskonzept. Denn dieses ergebnisoffene, aber auf das Leben gerichtete Beratungskonzept wird durch den Wegfall des Werbeverbots unterminiert. Richtig ist, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Grundsatzentscheidung § 219a nicht erwähnt hat. Der Grund liegt jedoch darin, dass diese Vorschrift auch nicht Gegenstand des Verfahrens war. Und es handelt sich nicht um ein kontaminiertes Relikt aus der NS-Zeit, denn andernfalls hätte 1976 die sozialliberale Koalition diese Vorschrift bei der Verschiebung von damals 219a zu 219b wohl kaum mit nur geringfügigen Änderungen inhaltlich aufrechterhalten. Aber es braucht dieses Märchen, um die Aufhebung aller hierzu ergangenen Urteile scheinbar zu rechtfertigen, in Wahrheit aber die Gewaltenteilung in verfassungswidriger Weise zu durchbrechen. Zum Recht der Frau auf sexuelle Selbstbestimmung gehört auch, eigenverantwortlich Sorge dafür zu tragen, dass sie nicht schwanger wird, wenn sie das nicht will. Aber das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in dieser Diskussion als Rechtfertigung für die vorsätzliche Tötung gesunden, ungeborenen Lebens heranzuziehen, macht deutlich, dass für sie der Schutz des ungeborenen Lebens überhaupt keinen Stellenwert hat. Niemals hat Deutschland eine Willkommenskultur für ungeborene Kinder dringender gebraucht als unter dieser Regierung. Vielen Dank.
Nächste Rednerin für die Bundesregierung, die Bundesministerin Lisa Paus. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, werte Zuschauende, heute ist ein großartiger Tag. Für die Ärztinnen und Ärzte, aber vor allen Dingen für alle Frauen in diesem Land. Ein Tag, an dem ich voller Empathie auch an all die Frauen denke, die jahrzehntelang, exakt 89 Jahre lang, an den Folgen dieses Gesetzes gelitten haben und bis heute unter den schweren Folgen des sogenannten Werbeverbotes für Schwangerschaftsabbrüche leiden. Allein weil sie nicht den Zugang zu den Informationen erhalten haben, auf die sie ein Recht haben, nämlich das Recht auf ärztliche Auskunft, wie sie unter dem Schutz ihrer Gesundheit eine ungewollte Schwangerschaft beenden können. Dieses Recht ausgerechnet, das hat der Paragraph 219a vereitelt. Um Werbung allerdings, wie es dieser Paragraph formuliert, darum ging es eben nie, meine Damen und Herren. Ungewollt schwangere Frauen suchten viel mehr Rat. Und Ärztinnen und Ärzte wollten aufklären über verschiedene Methoden und Medikamente, über Vorzüge, über Risiken und auch über Komplikationen, je nach körperlicher und seelischer Verfassung der Schwangeren. Der Paragraph 219a, er hat stattdessen erstens ein zutiefst menschliches Ereignis, nämlich eine ungewollte Schwangerschaft, unmenschlich sanktioniert und bestraft. Er hat zweitens sich gezielt über wissenschaftliche Forschung und über medizinische Standards erhoben. Auch Juristinnen halten den Paragraph 219a schon lange für überkommen, aber sie müssen bis zum heutigen Tage dieses Recht anwenden. Und drittens, zu guter medizinischer Beratung und Versorgung von Schwangeren hat dieser Paragraph eben auch unnötig Steine in den Weg gelegt. Und mit all dem wird nun endlich Schluss sein, meine Damen und Herren. Mit der Abschaffung des 219a endet endlich die jahrzehntelange Stigmatisierung und Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten. Das Signal an Sie lautet heute, Sie können endlich beraten und aufklären, wie Sie es für richtig und wie Sie es für geboten halten. Gesundheit und Selbstbestimmung von Frauen, das sind Menschenrechte. Und wir machen heute den Weg genau dafür frei. Und ja, ich finde, auch im Jahr 2022 muss man auch über den Paragraphen 218 reden. Und deswegen wird diese Bundesregierung eine Kommission dafür einrichten. Im Übrigen halte ich es nur für folgerichtig, dass im Medizinstudium künftig auch die Methoden eines Abbruchs gelehrt werden, medizintechnisch und medikamentös. Denn frauenärztliche Versorgung, sie ist mehr als Ultraschall, als Kreißsaal und als Krebsvorsorge. Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, wir haben gemeinsam für die Abschaffung des 219a gestritten, zwar gemeinsam mit auch Gästen heute auf der Tribüne. Ein ganz großes Dankeschön an die Bündnisse von ProChoice, an die Ärztinnen und Ärzte, an Pro Familia, an die AWO, an die DJB und an viele andere. Sie haben über Jahre gekämpft, sie haben sich anfeinden und bedrohen lassen, sie mussten Prozesse führen und doch immer an der Seite der Frauen haben sie gestanden, die den Weg zu ihnen gesucht haben. Sie haben allen Parteien Druck gemacht und dank ihres bewundernswerten Einsatzes dürfen sich Frauen künftig darauf verlassen, endlich sachkundig beraten und unterstützt zu werden. Ganz großes Dankeschön. Und ich freue mich auf tiefstem Herzen, dass die Koalition aus SPD, Grünen und FDP nun den Weg freimacht für Sie, für Ihre Patientinnen und für alle Frauen in Deutschland. Dankeschön.
Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Heidi Reichening. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Frau Ministerin, ja, heute ist ein großartiger Tag, weil wir endlich § 219a Strafgesetzbuch abschaffen. Seit über 90 Jahren sorgt dieser Paragraph dafür, dass Informationen über Schwangerschaftsabbrüche strafbar sein können. Dieser Paragraph ist damit nichts anderes als Schikane von Schwangeren und Ärztinnen, nichts anderes als eine Entmündigung von Frauen und nichts anderes als ein Versuch, Frauenkörper zu kontrollieren. Dass 219a heute endlich verschwindet, ist ein hart erkämpfter und längst überfälliger Schritt. Trotz aller Genugtuung ist es aber nur ein erster Schritt. Denn das Grundproblem ist und bleibt die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen im Strafgesetzbuch, konkret im § 218. Der besagt, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich strafbar sind und nur unter der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen straffrei bleiben. Das ist ein Skandal. Die Kriminalisierung von Schwangeren und Ärztinnen muss endlich aufhören. Wir müssen nach 219a endlich auch 218 abschaffen. Das fordert auch unser Antrag. Ein Schwangerschaftsabbruch auf Wunsch der Betroffenen ist keine Straftat. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und wir waren hier auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik auch schon mal weiter. In der DDR gab es ab den 70ern eine deutlich, Achtung liebe FDP, liberalere Lösung. Bis zur 12. Woche konnte sich eine Frau selbstständig nach einem Gespräch mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin für einen Abbruch entscheiden. Jetzt wird sie zur externen Zwangsberatung geschickt und muss mindestens 3 Tage auf den eigentlichen Eingriff warten. Der Eingriff und die Nachversorgung wurden damals von der Krankenkasse bezahlt. Heute kostet ein Eingriff mehrere hundert Euro. Abbrüche konnten in zahlreichen Praxen durchgeführt werden. Freie Ärztinnenwahl. Heute müssen Frauen teils 200 Kilometer und mehr fahren, um Ärztinnen zu finden, die einen Abbruch überhaupt anbieten. Und ja, natürlich waren die Verhütungsmittel kostenlos und nicht nur Aufgabe der Frauen. Leider blieb es nicht bei dieser selbstbewussten und selbstbestimmten Entscheidungsmöglichkeit. Liebe Kolleginnen, Schwangerschaftsabbrüche werden immer stattfinden. Die Frage ist, wie sicher sind sie und wie stark ist die Belastung für die Betroffenen? Die gesellschaftliche Stigmatisierung, die durch die Strafbarkeit verfestigt wird, muss endlich gebrochen werden. Warum gibt es denn so wenig Ärztinnen, die den Eingriff anbieten? Warum wird das denn nicht in den Lehrplänen gelehrt? Warum erzählen mir denn so viele Frauen davon, dass sie eben nicht wussten, was während der Prozedur in ihrem Körper vorgeht? Warum waren die schockiert von den Folgen dieser medikamentösen Abtreibung? Weil sie keine Informationen gefunden haben, keine vernünftigen Informationen. Das kann einfach nicht wahr sein. Aber gut, ich weiß, Sie würden sich hier lieber die Zunge abbeißen, als zuzugeben, dass die DDR uns gesellschaftspolitisch doch da einen Schritt voraus war. Werfen wir mal einen Blick über die Grenzen. In Schweden können Frauen bis zur 18. Woche, in Dänemark bis zur 12. Woche, ohne irgendwelche Voraussetzungen zu erfüllen, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Ähnliche Regelungen gibt es in 20 weiteren europäischen Ländern. Nichts mit Strafgesetzbuch. Irland hat sich von einem der restriktivsten Länder zu einem der liberalsten gewandert. Wir sehen also, Änderung ist möglich. Man mag es kaum glauben. Auch in Spanien werden die reproduktiven Rechte der Frauen gestärkt. Abgesehen davon, dass Abbrüche dort sowieso bis zur 14. Woche legal sind, sollen sie jetzt auch in allen staatlichen Krankenhäusern durchgeführt werden. Und die 3-tägige Wartezeit wird entfallen. Und in Deutschland müssen wir verzweifelt darum kämpfen, dass wenigstens Informationen frei zugänglich sind. Dabei hat das EU-Parlament schon vor einem Jahr gefordert, dass auch in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche legalisiert und Hürden abgebaut werden müssen. Auch die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation kritisierten Deutschland dafür, hier nicht aktiv zu werden. Von wem müssen Sie das denn noch alles hören? Der Weg ist lang. Aber dass wir heute diesen wichtigen Schritt gehen, möchte ich bei aller Kritik natürlich auch gebührend würdigen. Heute ist ein großer Tag für die Selbstbestimmung aller Frauen in diesem Land. Und deswegen danke ich allen Gästen, stellvertretend für den Kampf so vieler Menschen. Wir können hier tolle Reden halten, Anträge stellen und auch mal abstimmen. Aber nichts, gerade in diesem Bereich, funktioniert ohne euren unermüdlichen Druck aus der Zivilgesellschaft. Ohne euch funktioniert nichts. Deswegen danke für euren Einsatz, euer Durchhaltevermögen, euren Kampf. Wir werden gemeinsam weitermachen. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Katrin Helling-Pla. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich selbst bereits näher mit der Frage der Abtreibung auseinandersetzen musste, und es geht mich auch nichts an. Mir ganz persönlich ist es erspart geblieben.
Ich habe eine solche Notsituation in meinem näheren Umfeld jedoch vor einigen Jahren erlebt. Ich habe mit besprochen und abgewogen, Alternativen aufgezeigt, bedingungsloses Verständnis gehabt und schließlich die Hand gehalten. Viele Menschen in unserem Land wissen besser als ich, was es heißt, in eine Situation zu geraten, in der man sich die Frage stellt, ob es richtig ist, eine Schwangerschaft zu beenden. Seit damals und seit ich selbst schwanger war, eine Situation, in der Frauen ja gleichsam darauf programmiert sind, eine enge Bindung zu dem in ihnen wachsenden Baby aufzubauen, bin ich absolut überzeugt, dass sich keine Frau die Entscheidung für eine Abtreibung leicht macht. Unsere Aufgabe als Staat und als Gesellschaft muss es sein, Frauen, Partner, Familien in solchen schweren Situationen zu unterstützen, ihnen zur Seite zu stehen. Das bedeutet explizit keine. Und jetzt noch mal die Ohren gespitzt an die Kollegen von Union und AfD, bevor sie weiter Tatsachen verdrehen. Keine Abkehr vom Lebensschutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts. Denn zu dem und dessen normative Einkleidung in Paragraphen 218 bis 219 Strafgesetzbuch stehen wir als Freie Demokraten. Aber Betroffene nicht alleine zu lassen, heißt eben auch, sie mit ihrem großen Informationsbedürfnis nicht alleine zu lassen, sondern vielmehr zu gewährleisten, dass sie bestmögliche und umfassende Informationen erhalten und das auch unter ethischen Gesichtspunkten möglichst zügig. Es besteht also gleichsam ein Informationsgebot. Da erscheint es doch geradezu aus der Zeit gefallen, widersinnig unerträglich, dass wir mit § 219a Strafgesetzbuch ein mit Strafe bedrohtes Informationsverbot haben, das zudem noch besonders Ärztinnen und Ärzte in die Zange nimmt, die ja wohl zweifelsohne eigentlich besonders befähigt sind, über medizinische Sachverhalte zu informieren und zudem die Berufsgruppe sind, die gelobt hat, höchsten Respekt vor dem Leben zu haben. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von Union und AfD, mit Verlaub, wer behauptet, der Ampelkoalition ginge es hier um etwas anderes als um sachliche Informationen, der hat entweder den Gesetzentwurf nicht gelesen oder er verhält sich vorsichtig formuliert unredlich. Denn Schutzlücken entstehen nicht. Aber nun zum Schluss. Danke an die Kolleginnen und Kollegen aus den Ampelfraktionen und besonders auch Minister Buschmann für dieses Tempo. Gut, dass § 219a Strafgesetzbuch heute endlich fällt. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Susanne Hiel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich habe ich gedacht, wir sprechen heute über 219a und nicht über 218. Aber scheinbar habe ich das falsch verstanden. Und ich möchte auch mal festhalten, es ist heute kein großartiger Tag für alle Frauen. Ich weise das von mir. Und wenn wir über die Abschaffung des 219a sprechen und damit die Abschaffung des Werbeverbots für die Schwangerschaftsabbrüche, dann gilt es im Auge zu behalten, wir haben im Kern immer zwei Rechtssubjekte, die in diesem Fall konkurrieren. Beide sind von der Verfassung geschützt. Es ist einmal die schwangere Frau mit ihrem Recht auf die Selbstbestimmung und es ist andererseits das ungeborene Kind, das noch nicht für sich selbst sprechen kann, mit seinem Recht auf Leben. Und auch das hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt. Diese Rechte gilt es zu achten und die Schutzbedürftigkeit ist gegeneinander abzuwägen. Weder darf der Schutz des ungeborenen Lebens völlig negiert, noch darf das Selbstbestimmungsrecht der Frau in einer Ausnahmesituation verneint werden. Paragraph 219a ist Teil der bestehenden und durch das Bundesverfassungsgericht bestätigten Lösung bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Schwangerschaftsabbruchs. Es ist Teil eines hart errungenen Kompromisses, der auch zur Befriedung des gesellschaftlichen Konflikts rund um das Thema beigetragen hat.
Und weiter schafft 219 Rechtssicherheit. Er regelt nämlich ganz klar, welche Informationen zu einem Schwangerschaftsabbruch gegeben werden dürfen. Wir sind daher der Meinung, dass Verbesserungen der derzeitigen Rechtslage, und die stellen wir nicht in Abrede, nur innerhalb der bestehenden Regelung erfolgen können. Und ein Argument, das die Ampel immer bringt für die Streichung des Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch, ist, dass es Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte gibt, und Ärztinnen und Ärzte würden mehr Schwangerschaftsabbrüche vornehmen mit dieser Streichung. Und ich sage Ihnen, genau das Gegenteil ist der Fall. Entgegen der ursprünglichen Pläne 219a komplett zu streichen, wird die Regelung nun ins Heilmittelwerbegesetz aufgenommen. Es macht den Eindruck, als haben Sie im letzten Moment kalte Füße bekommen und Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der ersatzlosen Streichung. Mit der Aufnahme in das Heilmittelwerbegesetz wollen Sie nach den Anmerkungen im Gesetzentwurf verhindern, dass in Zukunft unsachliche oder gar anpreisende Werbung betrieben wird. Das Gesetz selbst verwendet aber nur den Begriff der irreführenden Werbung. Können Sie mir vielleicht verraten, was unter diesem Begriff irreführend zu verstehen ist? Welche Informationen und Veröffentlichungen können Ärztinnen und Ärzte denn in Zukunft rechtssicher geben? Ich gehe davon aus, dass Sie mir keine Antwort darauf geben können. Sie verweisen also auf einen unbestimmten Rechtsbegriff, und über die genaue Auslegung, also darüber, was angemessene Aussagen und Informationen zum Schwangerschaftsabbruch sind, werden wohl die Gerichte entscheiden müssen. Ich wage die Prognose, dass wir dann wieder an dieser Stelle stehen mit der gleichen Diskussion und Sie die komplette Streichung dieses neuen Paragraphen fordern werden. Rechtssicherheit, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Darüber hinaus sieht das Heilmittelwerbegesetz bei einem Verstoß gegen die irreführende Werbung eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vor. Ihr Ziel, die Ärztinnen und Ärzte vor dem Strafrecht zu schützen, haben Sie damit also nicht erreicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition, wie viele Ihrer anderen Gesetzesvorhaben stellt sich der vorliegende Entwurf als ein ideologisch getriebenes und schlecht durchdachtes Stückwerk dar. Wenn ein Tankrabatt fehlschlägt, weil Sie die Auswirkungen Ihrer Gesetzesentwürfe nicht bis zum Ende bedenken, dann ist das ärgerlich, verbrennt im schlimmsten Fall nur viel Steuergeld. Aber im vorliegenden Fall experimentieren Sie mit einem höchst sensiblen Thema, das auch in der Gesellschaft sehr kontrovers gesehen wird, und riskieren, dass die alten Gräben wieder aufreißen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, wie Sie das gerne hätten. Da will jede Gesetzesänderung wohl überlegt sein. Da sollte Ideologie niemals Vorrang vor Vernunft haben. Und vor allem sollte die neue Regelung mehr Rechtssicherheit schaffen als die vorherige. Stimmen Sie für einen verantwortungsvollen Rechtsrahmen zur Abwägung der Interessen der schwangeren Frauen des Embryo, für Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte und für ein verbessertes Informationsangebot. Stimmen Sie unserem Antrag auf Änderung des 219a zu. Dankeschön. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Sonja Eichwede. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen und sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, insbesondere liebe Ärztinnen und Ärzte und Vertreter von Beratungsinformationen hier im Haus bei dieser Debatte, und verbunden damit auch einen großen Dank für Ihre Leistung in den vergangenen Jahren. Sie haben einen großen Verdienst an der nun kurz bevorstehenden Streichung des Paragraphen 219a. Sie haben in den letzten Jahren unter großen persönlichen Herausforderungen
vielen Frauen in persönlichen Notsituationen geholfen. Und sie haben dies auch getan in einer Situation, wo wir eine politische Mehrheit hatten, aber in der Regierung nicht handeln konnten. Wir sind sehr froh, dass wir das jetzt angehen. Aber Sie haben schon sehr lange Ihre Tätigkeit für unsere gesamte Gesellschaft ausgeübt. Werte Kolleginnen und Kollegen, mit der Streichung von § 219a verbannen wir eine überholte und kriminalpolitisch verfehlte Strafvorschrift endlich in die Vergangenheit. Denn es ist doch absurd, dass die Kriminalisierung von Informationen über eine legale Leistung zur Erfüllung eines staatlichen Versorgungsauftrages im Strafgesetzbuch steht. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Diese Regelung muss gestrichen werden. Und deshalb ist es eben auch sehr, sehr wichtig, dass die Strafurteile aufgehoben werden und eben die Kriminalisierung der Ärztinnen und Ärzte endlich beendet wird. Das ist vergleichbar mit anderen Tatbeständen, in denen dieses erfolgt ist. Um zudem die Informationsfreiheit wirklich zu gewährleisten, haben wir im parlamentarischen Verfahren erreicht, dass im Schwangerschaftskonfliktgesetz eine zusätzliche Regelung aufgenommen wird, dass tatsächlich durch Ärztinnen und Ärzte informiert werden kann, weil wir eben mitgekriegt haben, dass einige Länder daran gearbeitet haben, die Berufsordnung der Ärzte so zu ändern, dass Informationen weiterhin untersagt werden. Nur die Streichung tut es deshalb nicht. Deshalb ist es wichtig, hier auch eine positive Informationsfreiheit gesetzlich, bundesrechtlich zu verankern. Und werte Kolleginnen und Kollegen von der Unionsfraktion, die Vermischung der Begriffe von sachlicher Information und von Werbung ist nicht zeitgemäß. Das kann man nicht machen. Und es ist rechtlich geregelt, dass Werbung auch eine Gewinnerzielungsabsicht haben muss, die hier nicht besteht. Das hat die öffentliche Anhörung, die wir gehabt haben, der wir beigewohnt haben, auch ergeben. Es ist sogar, wenn man das wirtschaftlich sagt, ein Minusgeschäft für Ärztinnen und Ärzte, weil sie für die Leistung, die sie vornehmen, dem Versorgungsauftrag, den sie erfüllen, weniger bekommen, als sie tatsächlich da reinstecken. Von daher ist diese Gewinnerzielungsabsicht insbesondere beiseite zu legen. Und es ist auch ein falsches Bild von Ärztinnen und Ärzten, die doch Leben retten, die doch beraten können, die doch diese Informationen am besten bereitstellen können. Von daher bitte ich Sie, auch da Ihre Entscheidung noch mal zu überdenken. Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen muss gestärkt werden. Mit sachlichen Informationen setzen wir auch den unlauteren Informationen von radikalen Abtreibungsgegnerinnen, insbesondere im Internet, etwas entgegen. Der Minister hat dies ausgeführt. Heute ist ein guter Tag, auch als Rechtspolitikerin, ein Schritt zu mehr Informationsfreiheit, ein Schritt zum modernen Strafrecht. Und ich freue mich als Frau, als Teil der Ampelkoalition und als Sozialdemokratin, dass wir dies nun endlich gemeinsam durchsetzen. Vielen lieben Dank. Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Beatrix von Storch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Ampelregierung legt heute die Axt an den ethischen Grundkonsens unserer Verfassung und unserer christlich-abendländischen Kultur. Dieser Grundkonsens lautet: Jedem Leben kommt Würde zu, auch dem ungeborenen Leben. Und jeder Mensch hat das Recht auf Leben, auch der ungeborene Mensch. Diesen Grundkonsens unserer Werteordnung zertrümmern Sie, und Sie feiern das. Das ist das Erschütternde dabei. Es ist Ihr Hass und Ihre Freude, die uns im Mark erschüttern.
Die Ikone der Abtreibungsbewegung, Christina Hähnel, spricht nicht von einem Menschen oder von Leben. Sie spricht von Schwangerschaftsgewebe. Das ist die Entmenschlichung des Menschen. Und deswegen reden Sie hier auch alle von den Interessen der Frau an Informationen und an den Werbeinteressen von den Ärzten. Aber so gut wie niemand von Ihnen, niemand redet über das Recht des ungeborenen Menschen auf sein Leben. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, der Mensch besitzt vom ersten Moment seiner Entwicklung an ein Recht auf Leben und Anspruch auf Schutz seines Lebens. Diesen Schutz wollen Sie den Ungeborenen nehmen. SPD und Grüne machen daraus überhaupt gar kein Hehl, während der Justizminister uns versucht weiszumachen, dass die Streichung von 219a keine Auswirkungen auf das Lebensschutzkonzept des 218 hat. Frau Paul ist da sehr viel ehrlicher. Vielen Dank, dass Sie so offen damit umgehen. Sie sagt, die Streichung des 219a hat Signalwirkung und im nächsten Schritt soll dann also die Abtreibung außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden. Das heißt, Abschaffung des 218, Abschaffung des Lebensschutzes, der ungeborene Mensch als Schwangerschaftsgewebe, das wollen Sie. Herr Buschmann, geben Sie das doch bitte endlich zu. Wir fordern Sie auf, den Schutzauftrag des Verfassungsgerichtes endlich ernst zu nehmen. Schwangerschaftskonfliktberatung muss persönlich passieren und nicht als Zoom-Konferenz. Und sie muss dem Schutz des Lebens dienen. Und der Staat muss über die Würde und die Schutzwürdigkeit des ungeborenen Lebens aufklären. Sie wollen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ignorieren. Wir wollen sie umsetzen. Wir stehen mit unserer Forderung auf dem Boden des Grundgesetzes und auf dem Boden unserer christlich-abendländischen Kultur und Sie nicht. Sie werden jetzt gleich in Jubel ausbrechen, wenn dieses Gesetz durchgeht. Aber vergessen Sie bitte bei Ihrem Jubel nicht. Erstens, Sie können nur jubeln, weil Sie leben. Und 100.000 Kinder in diesem Land jedes Jahr werden niemals jubeln können, weil sie nicht leben werden. Vielen Dank. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Ulle Schaus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Im Dezember 2017 stand die angeklagte Ärztin Christina Hähnel auf der Wiese draußen vor dem Bundestag und übergab uns Abgeordneten eine Petition mit über 150.000 Unterschriften und der Forderung, § 219a StGB streichen. Weil sie und etliche Ärztinnen jahrelang immer und immer wieder von AbtreibungsgegnerInnen verklagt wurden, und zwar deswegen, weil sie ungewollt schwangere Patientinnen sachlich über Schwangerschaftsabbrüche informierten. 4,5 Jahre und einen Regierungswechsel später lösen wir Grüne, SPD und FDP zusammen mit den Linken heute ein, worauf sehr viele warten. Wir streichen den Strafrechtsparagrafen 219a und zwar ersatzlos. Schluss mit der Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten, die wie Verbrecherinnen vor Gericht stehen mussten. Schluss damit, dass Frauen der Zugang zu direkten ärztlichen Informationen aus erster Hand verwehrt wird, weil sie ein Recht darauf haben. Kolleginnen und Kollegen, die Streichung des § 219a schafft Rechtssicherheit für MedizinerInnen und stärkt die Selbstbestimmung von Frauen. Das ist überfällig und sehr richtig. Dafür so lange zu kämpfen, das sage ich sehr klar, wäre ohne den Mut der Ärztinnen und ohne starke Bündnisse nicht gegangen. Ich und wir sagen Dank euch allen, stellvertretend an Christina Hähnel, Nora Sass, Natascha Niklaus, Bettina Gaber, an Kerstin Artus, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, die Students und Doctors for Choice, Alicia Bayer. Danke dem AKF, den vielen Juristinnen, dem DJB und den Beratungsstellen. Das ist auch euer Erfolg. Kolleginnen und Kollegen, die Mehrheit der Menschen in unserem Land befürwortet die Streichung von 219a. Er ist ein Symbol geworden, auch für die Selbstbestimmung von Frauen. Selbst bei den Gerichtsverhandlungen in Gießen und Kassel, bei denen ich dabei war, haderten RichterInnen mit der Verurteilung nach 219a. Mir ist über die ganzen Jahre in vielen Auseinandersetzungen hier im Bundestag eines sehr klar geworden.
Sie von der Union fahren bei 219a und auch bei 218 einen gefährlichen Kurs. Sie schüren Misstrauen gegenüber Ärztinnen. Sie misstrauen Frauen. Einer Ärztin in die Ausübung ihres Berufes reinzureden, weil sie Abtreibungen vornimmt, ist falsch. Einer ungewollt Schwangeren ihre Selbstbestimmung abzusprechen, als wäre das normal, ist und bleibt falsch. Zu unterstellen, dass Frauen leichtfertig mit der Entscheidung gegen eine Schwangerschaft umgehen, ist falsch. Sie als leicht beeinflussbar abzustempeln, und das machen Sie immer wieder. Was ist das bitte für ein fatales Bild, das Sie immer und immer wieder von Frauen beschreiben? In einer Anhörung 2018 habe ich eine Sachverständige der katholischen Kirche gefragt, welchen Unterschied es für eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch macht, denn ausmache, wo dieser geregelt sei. Sie antwortete, er müsse auch deswegen im Strafgesetzbuch bleiben, damit eine Frau sich schuldig fühlt. Und genau deswegen ist das Signal heute so wichtig. Die Streichung von 219a bricht auch mit einem Tabu. Die Botschaft ist, wir trauen Frauen, wir trauen Ärztinnen. Darum geht es in einem Staat, der Menschen befähigt, die Versorgung ungewollt Schwangerer als gute Gesundheitsversorgung wertzuschätzen. Das ist zeitgemäß. Aber, Kolleginnen und Kollegen, angesichts des drastischen Rückgangs von über 50% Ärztinnen, die Abbrüche machen können, müssen wir die Versorgungssicherheit von Frauen verbessern. Ein Schwangerschaftsabbruch gehört nicht ins Strafgesetzbuch. Ungewollt Schwangere brauchen eine gute Versorgung überall im Land. Was sie nicht brauchen, sind Schuldgefühle. Heute ist ein guter Anfang. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Nicole Bauer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stehe heute vor Ihnen nicht nur als frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, sondern vor allem als junge und selbstbestimmte Frau. Und wie Sie sehen können, bin ich in freudiger Erwartung. Ja, ich werde im Herbst Mutter, und das ist für mich ein persönliches Glück. Diese Entscheidung, ein Kind zu gebären, habe ich gemeinsam mit meinem Partner getroffen. Aber ebenso gibt es in unserem Land viele Frauen, die mit anderen Umständen und Schicksalen konfrontiert sind. Eine Möglichkeit, die informierte Entscheidung zu treffen zu können, braucht es in unserer Gesellschaft für alle Menschen. Genau darum geht es in der heutigen Debatte. Wir wollen in der heutigen Abstimmung schwangeren Frauen eine selbstbestimmte und eine gute beratende Entscheidung ermöglichen. Die Streichung von 219a ist dabei alleine die Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche und nicht, wie ich heute schon einige Male hören musste, dass in Zukunft reißerische Werbungen für Abtreibung möglich sein wird oder genauso wenig, dass quasi im Automatismus der Paragraf 218 abgeschafft werden soll. Die Entscheidung, eine Schwangerschaft zu beenden, ist für jede Frau in unserem Land immer eine höchst emotionale Entscheidung und eine Entscheidung, die die Betroffenen meist jahrelang begleitet. In solchen Situationen müssen die Betroffenen medizinische Informationen direkt auf den Webseiten der Ärztinnen und Ärzte bekommen. Sie müssen sich vertrauensvoll beraten lassen können. Deshalb dürfen wir Frauen, Ärztinnen und Ärzte in unserem Land in solchen Situationen nicht länger alleine lassen und erst recht nicht kriminalisieren. Meine Damen und Herren, die Abschaffung des Paragraphen 219a sowie die Anpassung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes ist deshalb nicht nur dringend notwendig, sondern längst überfällig. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Dorothee Wehr.
sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was für eine Debatte. Es geht heute in dieser Debatte um zwei Menschen. Es geht um die Frauen und um die Kinder in dieser Debatte. Und mich bestürzt es wirklich, dass das Thema Kind von der Ampel so gut wie gar nicht vorkommt in Ihren Reden. Und der Bundesjustizminister Marco Buschmann hat angekündigt, es geht ausschließlich um 219a und 218 spielt gar keine Rolle. Und die Bundesfamilienministerin sagt, natürlich geht es um 218. Ich war ehrlicherweise der Überzeugung, dass sie auch deswegen so schnell sich auf ihr erstes großes familienpolitisches Vorhaben haben verständigen können, Herr Buschmann, weil eine große Einigkeit herrscht. Und entweder ist es so, dass Sie uns heute nicht ganz die Wahrheit gesagt haben, dass es auch der FDP in Wahrheit natürlich um einen Steinbruch geht, tatsächlich auch danach sofort 218 einzugehen, oder es gibt da auch keine Einigkeit. Und ich würde mir wünschen, dass das noch mal klargestellt wird. Sie sagen vordergründig, dass es mit der Streichung der Vorschrift um eine vordergründig bessere Informationsmöglichkeit gibt. Aber die Informationsmöglichkeiten sind doch jetzt schon vorhanden. Und es gibt selbstverständlich auch jetzt schon Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte. Und ich finde es schofel, Frau Schaus, wirklich schofel, uns zu unterstellen, dass wir das anders sehen würden. Das tun wir nicht. Wir haben ganz, ganz großes Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte. Aber wir haben eben auch eine Verpflichtung, alles gegeneinander abzuwägen. Und es geht natürlich um die Frauen, aber es geht eben auch um die Kinder. Und ich würde mir wünschen, dass es von der Ampel bei diesem Thema etwas ernsthafter zugeht. Ich sage Ihnen ganz offen an die SPD-Bundestagsfraktion gerichtet, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und weniger Partyfeeling wäre wirklich angemessen an diesem Tag. Fünfmal kontrolliert, ob das Video der SPD-Bundestagsfraktion wirklich von einem Fake-Account kommt oder vom offiziellen SPD-Bundestags-Account, weil ich skandalös finde, dass zu Walzerklängen, dass gesagt wird, dass heute ein großartiger Tag wird, dass von einem schönen Moment die Rede ist, aber dass Sie ein Party-Video machen. Und dass Sie drüber schreiben, dieser Freitag wird einfach umwerfen. Was ist denn umwerfen daran in einer Dilemmasituation? Sage ich Ihnen ganz offen. Und am Schluss von diesem Partyvideo zu Walzerklängen, ein grinsender Rolf Mützenich, der wirklich hier glücklich reinschaut. Ich sage Ihnen ganz offen, ich kenne keine Frauen, ich kenne viele Frauen, die sich diese Abwägung nicht leicht gemacht haben, die aus einer Abtreibungsklinik gehen, Partykanonen schmeißen und sagen, ich bin glücklich und es ist ein guter Tag für Deutschland. Da ist Ihnen jeglicher moralischer Kompass abhanden gekommen an dieser Stelle. CDU-CSU-Bundestagsfraktion uns diese Debatte nie leicht gemacht. Sie haben es an den herausragenden Reden auch meiner Kolleginnen Elisabeth Winkelmeier-Becker und Susanne Hirl heute schon gehört. Wir wägen ab zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Und wir wägen eben auch ab, was ist mit ungeborenem Leben, was eben dann nicht mehr die Chance hat, auch auf die Welt zu können. Und ich hätte mir einfach gewünscht, warum hier dauernd so Männer aggressiv reinbrüllen bei dieser Debatte, kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Nein. Frau Bär. Frau Bär, bitte. Einen Moment. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der Fraktion der Grünen? Nein. Es geht hier um eine sachliche Diskussion. Wir haben auch gesagt, wo besteht Verbesserungsbedarf. Wir haben einen Antrag vorgelegt. Wir haben heute schon darüber gesprochen, dass eigentlich noch mal eine Kommission angekündigt war. Und alles, was Sie machen, ist, dass Sie, und das muss man leider Gottes auch mal der Bevölkerung und allen Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, diese Koalition plant im Anschluss an diese Debatte auch einen Empfang, eine Feier, eine Party und hat dazu auch Partygäste eingeladen. Und das ist etwas, was ich in den letzten 20 Jahren
so noch nicht erwähnt habe. Man kann sich mal über ein Gesetz freuen. Man kann sich freuen, wenn man eine Rentenerhöhung durchsetzt. Man kann sich vielleicht freuen bei einer neuen Sozialleistung. Aber eine Party zu feiern nach so einem Gesetzesentwurf finde ich tatsächlich höchst skandalös, finde ich nicht angemessen, ist meines Erachtens in keiner Weise ein Grund zu freuen. Ich wünsche allen Frauen da draußen, die schwierige Entscheidungen zu treffen haben, eine sachliche, eine ruhige, eine hilfreiche Hand, keine Partykanonen. Und für mich ist es heute als Frau, als selbstbestimmte Frau, als Mutter von drei Kindern kein glücklicher Tag. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Carmen Wegge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, sehr geehrte Damen und Herren. Man kann es nicht häufig genug sagen, gerade nach der Rede, vor allem auch die wir gehört haben. Heute ist ein guter Tag. Es ist ein guter Tag für Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche vornehmen, weil sie endlich nicht mehr kriminalisiert werden. Schöne Grüße auf die Tribüne, schön, dass Sie da sind. Es ist ein guter Tag für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, weil sie endlich den Zugang zu Informationen erhalten, die sie brauchen, um eine differenzierte und gute Entscheidung zu treffen in einer schwierigen Situation ihres Lebens. Und heute ist auch ein guter Tag für meine Partei, die SPD. Für die Streichung von 219a haben wir alle gemeinsam schon so lange gekämpft und sind immer wieder gescheitert. Wenn wir gleich dieses Gesetz beschließen, dann wird es nicht nur alte Wunden heilen, sondern für uns ist es auch der Moment, in dem wir mal wieder merken, dass es sich immer lohnt, weiterzukämpfen und für politische Forderungen unermüdlich einzustehen. Mit dem heutigen Tag machen wir endlich einen großen Schritt dahin, alte, konservative und nicht mehr zeitgemäße Vorstellungen zu reformieren. Wir schreiten damit in eine neue gesellschaftspolitische Ära. Es ist, und das sage ich auch noch mal sehr gerne, ein schöner Moment. Ich weiß, dass es nicht Kollegin, allen im Kollegin Begger, gestatten Sie aus der AfD-Fraktion eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung? Nein, danke. Ich weiß, dass es nicht allen in diesem Plenum so geht. Das haben wir gehört. In den letzten Monaten und Wochen und ja auch heute konnten wir immer wieder erleben, dass die Debatte um die Streichung von 219a emotionalisiert und auch gerade wieder verfälscht wird. Da geht es dann auf einmal um das zur Verfügung, nicht mehr um das zur Verfügung stellen von Informationen, sondern um Werbung. Da geht es auf einmal nicht mehr um den 219a, sondern um das Schutzkonzept des ungeborenen Lebens. Da wird von konservativer Seite Ärztinnen und Ärzten unterstellt, kein Interesse am Wohl ihrer Patientin, sondern lediglich an einer eigenen finanziellen Bereicherung zu haben. Da wird selbst in Bayern von Abtreibungsindustrie gesprochen. Total absurd, gerade da, wo die nächste Klinik für Abtreibung bis zu 200 Kilometer entfernt ist. Deswegen sei es hier noch einmal ganz klar gesagt. Erstens. Schon jetzt ist die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen nicht rentabel. Niemand wird jetzt und auch in Zukunft mit der Vornahme dieses Eingriffs reich werden. Zweitens. Wer hier behauptet, dass nun reißerische Werbung für Abbrüche möglich wird, der hat Unrecht. Schon jetzt sind reißerische Werbung für medizinische Eingriffe verboten. Drittens. 219a ist nicht Teil des unmittelbaren Schutzkonzepts des ungeborenen Lebens. Das Bundesverfassungsgericht nennt den 219a in seinen beiden Entscheidungen zu dem Thema kein einziges Mal. Aber genau wegen diesen Argumentationsstrukturen, die an der Wirklichkeit vorbeigehen und nicht zugänglich sind, für sachliche und faktenbasierte Diskussionen reicht es leider nicht, nur den 219a zu streichen. Um zu verhindern, dass konservative Länder die Landesärztekammerverordnung nutzen, um dort proaktiv das Informieren über Abbrüche zu verbieten, haben wir uns dafür entschieden, auch das Schwangerschaftskonfliktgesetz zu ändern. Wir stellen damit sicher, dass unser gesetzgeberischer Wille nicht umgangen werden wird. Hier regeln wir nun explizit
explizit, dass es Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen, Krankenhäusern sowie Ärztinnen und Ärzten gestattet ist, sachlich und berufsbezogen zu informieren. Und dazu gehört die Methode, das Medikament, die Wirkstoffe und die Nebenwirkungen, und das selbstverständlich nicht nur persönlich, sondern auch öffentlich auf der Homepage. Es ist traurig, dass wir das explizit regeln müssen. Wir erhoffen uns viel von dem, was wir heute entscheiden. Gerade weil Frauenrechte immer mehr eingeschränkt werden auf der Welt. Wir zeigen heute, dass wir einen anderen Weg beschreiten. An der Seite von Frauen, für Frauen und für mehr Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht. Lasst uns 219a streichen. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention Caroline Bachmann aus der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, vielen lieben Dank. Frau Wege, eine Frage an Sie. Ich habe gesehen, Sie sind Mutter, Sie haben eine Tochter und Sie sind hier sehr euphorisch und freudig in Bezug auf die Abschaffung des Paragraphs 219a. Ihre ganze Fraktion freut sich die ganze Zeit schon und bejubelt das. Sie wollen eine Feier feiern. Sie können eine Feier feiern, das ist ihr gutes Recht. Ich hätte gerne eine Frage an Sie gestellt und ich hoffe, Sie können mir das beantworten. Sie und Ihre Vorrednerinnen sprechen darüber, wie schwer es ist, als Frau, die ungewollt schwanger geworden ist, sich zu informieren, sich damit zu beschäftigen, ob eine Abtreibung ansteht oder nicht, sich mit den Vor- und Nachteilen zu beschäftigen. Und ich sage Ihnen, die Information, die gibt es am Markt, die kann man bekommen. Eine Frau stellt fest, nach einem Monat, dass sie schwanger ist, und es gibt Beratungsgespräche und es gibt Informationen. Und sie tun gar so, als gäbe es in Deutschland keine Abtreibungen. Wissen Sie, wie hoch die Zahl der Abtreibungen in Deutschland ist? Durchschnittlich 100.000 Babys werden abgetrieben. Ich möchte Sie fragen, ist Ihnen die Zahl bekannt und was genau wollen Sie bewerben? Frage 1 und Frage 2 ist, wissen Sie, dass ungeborenes Leben schützenswert ist und dass mit Beginn von der Verschmelzung Ei- und Samenzelle ein Leben entstanden ist mit Gefühl und Seele? Ist Ihnen das bekannt? Und werden Sie die Frauen auch darüber beraten? Frau Wegge, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Ja, vielen Dank erstmal für die Aufklärung über Befruchtung und all das. Ist tatsächlich schon passiert, als ich jünger war. Vielleicht, um es erst ganz am Anfang klarzustellen, wir haben heute einen Empfang nach der Debatte und kommen mit der Zivilgesellschaft zusammen, um in Austausch zu treten. Das vielleicht vorweggeschickt. Ansonsten weiß ich auch nicht, was meine Mutterschaft mit der Debatte heute hier zu tun hat. Und ich persönlich habe mich selbstverständlich mit dem Thema auseinandergesetzt, welche Prozesse man durchlaufen muss, wenn man einen Abbruch vornimmt. Ich war in Kliniken, die Abbrüche durchgeführt haben. Ich habe mit vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft gesprochen. Mir ist durchaus bewusst, wie das passiert. Und ich möchte auf einen Logikfehler in Ihrer Argumentation hinweisen. Wenn Sie doch schon sagen, dass die Informationen überall vorhanden sind, dann macht es einfach gar keinen Sinn, warum es eine Berufsgruppe geben sollte, die eben nicht informieren darf, vor allem die, die Expertise haben. Das wären die Ärztinnen und Ärzte. Ich kann Ihr Argument nicht nachvollziehen. Ich habe es am Ende meiner Rede gesagt. Ich glaube, die Argumente sind dann auch ausgetauscht. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Janan Bayram. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren. Es ist in der Tat ein besonderer Tag. Und zwar, weil wir uns jetzt getrieben durch Menschen
die auf der einen Seite davon betroffen sind, diese Informationen brauchen, auf der anderen Seite davon betroffen sind, weil sie dafür vor Gericht gestellt und kriminalisiert wurden und weiterhin von Menschen, für die das weiterhin ein Problem ist, dass Menschen kriminalisiert werden, weil sie in einer Konfliktlage sich entscheiden. Das wollen wir ändern mit dem heutigen Tage. Auch mit dem Ausspruch weg mit 219a wollen wir als Gesetzgeberinnen eine Situation für die Gesellschaft verbessern. Und das ist doch erstmal gut, meine Damen und Herren. Was in der Debatte noch nicht so oft beleuchtet wurde, ist, dass es hier um Familien geht. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann sind es Familienplanungsthemen, dass Familien sich entscheiden, häufig Familien, die schon Kinder haben, ob sie noch die Kraft haben, ein weiteres Kind auf die Welt zu bringen. Das sind Väter, die mitentscheiden, dass die Frauen diese medizinische Behandlung durchführen lassen. Und dann ist es doch auch ihr Anspruch, dass sie das auf eine Art und Weise durchführen können, wie wir es uns erwarten von Menschen, die medizinisch aufgeklärt werden und auch einen Anspruch auf medizinische Aufklärung haben, meine Damen und Herren. Wir können das doch nicht hier voneinander trennen. Und ich finde es wirklich sehr grenzwertig, Frau Beer, wie Sie sich selbst hier auch instrumentalisieren, um einer Debatte letztlich aus dem Weg zu gehen, dass Menschen diesen Bedarf haben, dass es Menschen gibt, die diese Lebensrealität haben. Und damit lassen Sie die Frauen im Stich und die Väter und die Männer und die Kinder, die unsere Unterstützung brauchen. Wir sind doch hier Gesetzgeber, die Antworten finden müssen auf die Lebensrealität der Menschen, meine Damen und Herren. Darum geht es doch hier heute. Und nicht um irgendwelche Scheindebatten, wie Sie die Welt gerne hätten in Ihrem Bayern. Denn Bayern ist doch Teil des Problems. Seien Sie doch mal ganz ehrlich. Ich habe eine Zuschrift von einem älteren Arzt, der gerne in den Ruhestand gehen würde, sich das aber nicht leisten kann, weil dort keine Ärzte die Versorgung der Frauen und der Menschen sicherstellen können. Das ist doch die Realität in Deutschland. Und die wollen wir ändern, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Josefine Ortle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Heute machen wir das zur Geschichte, was gesellschaftlich schon längst der Vergangenheit angehört. Wir schlagen ein neues Kapitel der Selbstbestimmung auf. Endlich streichen wir 219a. Und ich weiß, viele fragen sich zu Recht, warum wir erst heute zu dieser Entscheidung kommen. Die Argumente liegen seit Jahren auf dem Tisch, Gutachten der Sachverständigen wurden erstellt und der Druck der Betroffenen war immer hoch. Diesen Menschen können wir heute sagen, dort, wo es keine konservativen Bremsklötze mehr gibt, wird fortschrittliche Gesellschaftspolitik endlich zur Realität. Für uns als SPD-Fraktion war immer klar, 219a muss weg. Wir haben die Fahne für Selbstbestimmung hochgehalten, auch bei Gegenwind. Heute machen wir mit der Streichung drei Selbstverständlichkeiten ganz klar. Frauen entscheiden selbst über ihren Körper. Selbstbestimmung braucht Information und keine Verfolgung. Ärztinnen und Ärzte werben nicht, sie helfen in schwierigen Situationen. Obwohl dies so selbstverständlich scheint, versuchen Sie, liebe Kollegen von der Union, die Debatte, und wir haben es heute wirklich wieder gehört, immer wieder mit dem Argument der Werbung zu verzerren oder zu verfälschen. So sehr Sie auch versuchen, die Wahrheit zu verdrehen, wenn eine Ärztin auf ihrer Homepage über Schwangerschaftsabbrüche und die angewandten Methoden informiert, dient das der Aufklärung der Patientinnen und hat nichts mit Anpreisung oder Kommerzialisierung zu tun.
Und überhaupt, und das ist für mich wirklich auch das Erschreckendste von all dem, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, was ist denn das für ein Frauenbild, was dahinter steckt, wenn Sie den Paragraphen 219a beibehalten wollen? Hoffen Sie heimlich, wenn Sie Frauen entscheiden sich gegen einen Schwangerschaftsabbruch, wenn man sie bloß im Dunkeln lässt über Methoden. Das ist Ihr Frauenbild. Für uns ist klar, wer den freien Zugang zu Informationen versperrt, der will eine freie Entscheidung verhindern. Und wir setzen als SPD-Fraktion auf Information und Aufklärung und nicht auf Bevormundung und Angst. Es ist doch ganz offensichtlich, wir haben es schon gehört, keine Frau trifft eine so weitreichende Entscheidung, ob sie ein Kind austragen will, leichtfertig. Niemand denkt so unbeschwert über einen Schwangerschaftsabbruch nach wie über einen Handyvertrag oder ein neues Kleid. Diese Behauptungen sind lächerlich und schlichtweg für diese vielen Frauen verletzend. Als ehrenamtliche Landesvorsitzende der Pro Familia Saar erlebe ich täglich, dass es für Frauen immer schwerer wird, Arztpraxen und Kliniken zu finden, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Im Saarland gibt es wirklich kaum noch Ärztinnen. Ich glaube, es sind zwei, die diese medizinischen Leistungen durchführen. Deutschlandweit werden diese weißen Flecken immer größer. Schon jetzt müssen Frauen auf dem Land teils hunderte Kilometer fahren. Diese weißen Flecken sind Flecken der Unsicherheit, der Angst und der Entmündigung. Wenn Medizinerinnen und Mediziner strafrechtliche Verfahren fürchten müssen, wenn sie von fundamentalen Abtreibungsgegnern regelrecht verfolgt und persönlich angegriffen werden, ist der Schaden für diese Ärztinnen groß, für die Frauen und für uns als Gesellschaft. In Zukunft können Ärzte nicht mehr strafrechtlich verfolgt und an den Pranger gestellt werden, nur weil sie eben ihren Job machen. Ich bin sicher, das wird auch die gesundheitliche Versorgungslage für Frauen verbessern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schon viele haben versucht, das Recht der Frau auf körperliche Selbstbestimmung für politische Zwecke zu missbrauchen. Und immer gab es Mutige, die für ihre Rechte gekämpft haben. Diesen Kampf müssen wir weiterführen, denn um nichts weniger geht es heute. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Tina Rudolph. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen auf den Tribünen. Dass der Paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch heute fällt, ist längst überfällig. Es war nie richtig, dass es diesen Paragraphen gab, aber erst recht gehört er nicht in dieses Jahrhundert. Es gehört sich nicht, einen Paragraphen zu haben, der es unterstellt, man könne über Schwangerschaftsabbrüche nicht angemessen informieren, ohne dass das in Werbung ausartet, in anstößige Werbung und überhaupt unterstellt, dass jemand vorhätte, auf anstößige Art und Weise sich mit einem so ernsthaften Thema zu befassen. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Paragraph der Vergangenheit angehören wird. Es ist aber auch richtig, und das zeigt die Debatte, die wir geführt haben, dass es sich um eine stellvertretende Debatte handelt. Eigentlich geht es darum, wie wir gesellschaftlich mit Schwangerschaftsabbrüchen umgehen und ob wir davon ausgehen, dass sie unter gewissen Umständen möglich sein müssen. Und es ist die Frage, wenn eine Frau sich in einer Notlage befindet, in einer Situation, die sich in ihrer Entscheidung nie einfach machen wird, die für keine Frau einfach ist, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass es möglich sein muss, diese Entscheidung auch zu treffen. Und wir sagen ja. Wir aus der sozialliberalen Koalition sagen ja, dann muss es möglich sein, diese Entscheidung auch treffen zu können. Und wenn man zu diesem Schluss kommt, ist es dann nicht nur folgerichtig, dass auch die Information über diesen Angriff über diesen Eingriff zugänglich sein muss? Ist es dann nicht folgerichtig, dass diese Informationen zugänglich sein müssen und dass Frauen, die in dieser Notlage sind, diese Informationen auch finden, ohne dass wir es ihnen schwer machen? Und auch hier sagen wir ja. Ja, das ist unsere gesellschaftliche Verpflichtung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wenn Sie wirklich noch ein bisschen Hinweise in Sachen Evidenz brauchen, es ist ja angesprochen worden, dass Sie erst mal prüfen wollen, ob es wirklich zu schwierig ist, diese Informationen zu finden. Und ich glaube, die Tatsache, wenn man sich die Liste der Bundesärztekammer anguckt und die mal durchtelefoniert, es gibt Personen, die das gemacht haben und da alleine schon Falscheinträge findet, Lummern ins Leere laufen, dann ist das der Beweis, dass es eben nicht möglich ist, so wie es sein sollte, diese Informationen zu finden. Und der eigentlich wesentliche Punkt ist aber, dass es an einer
einer solchen Situation nicht davon abhängig sein sollte, ob ich eine solche Liste finde. Es kann nicht sein, dass in einer solchen Situation das darüber entscheidet, ob eine Entscheidung informiert getroffen werden kann. Und deswegen müssen wir einen besseren Zugang zu diesen Informationen schaffen. Und vor allem müssen wir aufhören, diejenigen zu kriminalisieren, die genau dafür sorgen, die aufklären und sie sich da ihrer Verantwortung sehr, sehr groß bewusst sind. Zur Evidenz, auch das muss ich einfach noch mal hier bemerken, dass es ja Ihr ehemaliger Gesundheitsminister noch geschafft hat, 5 Millionen für eine Studie zum sogenannten Post-Abortion-Syndrom rausschlagen zu wollen, ein Konzept, was seit den 80ern durch diverse Studien und Meta-Analysen widerlegt ist. Das ist die Auffassung der Evidenz der Union und ich bin froh, dass wir damit heute abschließen. Mir bleibt es, all denjenigen zu danken, die sich unermüdlich eingesetzt haben in den letzten Jahren, dass Zugang zu Informationen und auch Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen möglich ist. Ich weiß, dass wir hier nicht aufhören dürfen, dass wir in den nächsten Jahren sonst auch vor dem Problem stehen werden, dass viele der Ärztinnen und Ärzte wie Christina Hähnel, die das aus Überzeugung gemacht haben und zum Beispiel auch aus Fachrichtungen, nicht aus der Gynäkologie, sondern zum Beispiel aus der Allgemeinmedizin, in Zukunft in den Ruhestand gehen werden und dann ein wirklicher Versorgungsengpass droht. Deswegen ist es so wichtig, was wir heute machen, dass wir gesellschaftlich diese Frage diskutieren und dass wir gesellschaftlich noch mal klar machen, dass Schwangerschaftsabbrüche möglich sein müssen, dass niemand sich diese Entscheidung leicht macht, aber dass wir auch in anderen Ländern ganz genau sehen, dass ein restriktiver Zugang nicht zu weniger Schwangerschaftsabbrüchen führt, sondern zu unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Und das gilt es zu verhindern. Deswegen bin ich stolz, heute hier zu stehen und bin stolz, dass wir als sozialliberale Koalition für ein Frauenbild stehen, was unterstreicht, dass wir Frauen diese Entscheidung zutrauen, dass es eine Entscheidung der Betreffenden ist und dass niemand diese Entscheidung abnehmen kann, dass wir gesellschaftlich die Verpflichtung haben, für gute Rahmenbedingungen und dann auch für eine gute medizinische Versorgung zu sorgen. Das ist unser Frauen- und unser Menschenbild und dafür stehen wir und darauf bin ich heute sehr stolz. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches, Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, § 219a Strafgesetzbuch, zur Änderung des Heilmittelwerbegesetzes und zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch. Der Rechtsausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 2404 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 1635 und 1980 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um ihr Handzeichen. Das ist die Fraktion Die Linke, die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, FDP. Gegenstimmen. Die CDU-CSU-Fraktion, die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich nicht. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die Fraktionen Die Linke, die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich nicht. Enthaltungen sehe ich nicht. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses auf Drucksache 2404 fort. Unter Buchstabe B empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 1017 mit dem Titel Interessen der Frauen stärken, Schutz des ungeborenen Kindes beibehalten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen Die Linke, die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die FDP. Gegenstimmen.
Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Enthaltungen? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 1505 mit dem Titel § 219a Strafgesetzbuch erhalten und Schutzauftrag des ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewusstsein beleben. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen Die Linke, die SPD, Bündnis 90 Grünen, FDP, CDU, CSU-Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltung sehe ich nicht. Dann ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Unter Buchstabe D empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 1866 mit dem Titel Staatliche Schutzpflicht des ungeborenen Lebens, keine Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch nach § 219a des Strafgesetzbuches. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen Linke, SPD, Bündnis 90 Grünen, FDP, CDU, CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltungen? Sehe ich nicht. Dann ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe E seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1736 mit dem Titel § 219a des Strafgesetzbuchs streichen, Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit und ausreichende Versorgung sicherstellen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Grünen, FDP, CDU, CSU-Fraktion, auch die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich rufe jetzt auf den Zusatzpunkt 16. Einspruch gemäß § 39 der Geschäftsordnung des Abgeordneten Dirk Brandes gegen den in der letzten Sitzung am 23.06.2022 erteilten Ordnungsruf. Der Einspruch wurde als Unterrichtung verteilt. Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Wir kommen damit gleich zur Abstimmung. Wer stimmt für den Einspruch des Abgeordneten Dirk Brandes? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke, die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und CDU, CSU. Oder? Enthaltungen sehe ich nicht. Der Einspruch ist damit zurückgewiesen. Ich rufe jetzt auf den Zusatz.